Hallo, liebe Freunde, wir beide stellen euch heute einen neuen Tabak vor und ey, ich muss mich erstmal entschuldigen, falls ihr irgendwo seht, dass ich schwitze, aber es ist eine Wärme draußen und ich mache die Kohlen in meinem Zimmer mit dem Fenster offen. Das ist unnormal warm hier drin, also sorry, falls ihr hier einen Schweißtropfen seht, ne? Ich schieße ja überanstrengt mich nicht, aber darum geht's uns heute nicht. Wir brauchen mein Energielimit MPS. Oben haben wir den Amy Hot Element mit Kaminkopf. Und drei Armer Kokolava-Kohlen, nicht Amy Kokolava-Kohlen. Und wir haben heute PX1 Eisbonbon. Hatte ich ja gesagt, dass ich den heute bringe. Mein Experiment, ich hatte den ja auch angefeuchtet im Video. Das verlinke ich euch hier oben irgendwo in der Ecke. Hatte ich ja angefeuchtet. Und ich bin gespannt, auf jeden Fall, wie er ist. Ich habe ihn schon angeraucht, natürlich. Aber ich bin gespannt, wie er sich denn so entwickelt über die Zeit. Ne? Zumal ich bin generell über mein Experiment gespannt. Eingezogen ist er jetzt genau eine Woche. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Also erst 11 Tage hat er jetzt eingezogen. Ich habe ihn 11 Tage nicht angefasst, immer runtergedrückt. Immer schön in die Molasse rein, aber fast der Frosch im Hals. Also, wenn wir einmal riechen, riechen wir Eisbonbon. Ja, riecht man Eisbonbon, also nichts anderes. Ja. Ja, Eisbonbon, ne? Ein Eisbonbon-Tabak, ich hatte schon mal Ultimate Blue. Das ist auch Eisbonbon, riecht so ähnlich. Also wenn die Ultimate-Packung reingehst und riechst, boah, kommt dir alles ins Gesicht, der ist so stark. Aber hier ist es so ganz, ganz leicht eher. Also man riecht den Eisbonbon auf jeden Fall raus. Ja. Schnitt ist, blende ich euch auch ein, ist der Nubia Super Dry Tabak, den hatte ich ja verwendet. Und ja, ganz normaler Schnitt. Ne? Ganz normaler Schnitt, kann man nicht meckern. So, ich würde sagen, wir rauchen einmal zusammen. Wir schauen uns das Ganze einmal an. Ey, mir ist so warm jetzt schon. 2 Minuten geredet und mir ist schon so warm. Geht nicht klar, ey. Also er raucht phänomenal krass. Also er raucht richtig gut, muss ich sagen. Der Rauch gefällt mir sehr gut. Ja, raucht 1A. Kann ich nicht wirklich nicht meckern. Vom Geschmack hast du eher eine leichte Eisnote. Also was leicht Eisnotenmäßiges, Eisbonbonmäßiges, was jetzt auch nicht verkehrt ist, also dass es so leicht ist. Aber ich muss sagen, du hast so einen Nachgeschmack. Habe ich so einen ganz leichten Tabakgeschmack. Habe ich so einen ganz leichten Tabakgeschmack, was mir so gefällt. Also nicht so wirklich. Sag mal so, eingezogen hat er jetzt, ist er jetzt eine Weile. Und im Nachgeschmack habe ich so einen leichten, leichten Tabakgeschmack. Also sowas eher so starkes, fast wie verbrannt. Also obwohl verbrannt man eigentlich nicht sagen kann. Ja. Wenn du denn so machst, merkst du das so ein bisschen. Also man muss es nicht machen, so, aber dann hast du so leicht diesen Geschmack. Aber die Eisbonbon, sie ist leicht kühl. Sie schmeckt nicht verkehrt. Auf jeden Fall schmeckt wie der Eisbonbon halt. Hat mir irgendein Zuschauer vorgeschlagen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher es war. Hatte ich mir aber mal aufgeschrieben. Und Alter, Freunde, sorry, dass ich so hier im Schweiß versinke. Aber mir ist warm einfach. Mir ist warm. Sorry, dass ich es 100 Mal erwähne, aber es ist warm. Ja, also es ist mehr so, ja, es ist okay, würde ich sagen. Hat eher so eine leichte Eisbonbonnote. Persönlich schmeckt mir der Ultimate Blue da besser. Da ist es richtig kräftig, das ballert das wie Sau. Aber wie gesagt, selbst anfeuchten ist nicht schlecht. Ja, also muss ich schon sagen, also es hat sich schon gelohnt, den zu holen. Weil ich auf jeden Fall mal wieder einen Eisbonbon tragen möchte. Aber ich dachte, der ist stärker. Ich dachte persönlich, der ist ein bisschen stärker. Man kann natürlich auch weniger Tabak nehmen. Also macht man 2 Gramm weniger Tabak und macht dann mehr Molasse drauf. Dann ist er natürlich ein bisschen stärker. Aber so ist er eigentlich nicht verkehrt. Schmeckt jetzt auch nicht nach Chemie oder so. Also schmeckt nach diesen typischen Eisbonbon. Die sind natürlich Chemie, aber kommt denn jetzt nicht rüber wie Chemie, finde ich.
Die Molasse kostet 9,90 € oder 9,80 €, bin mir gar nicht sicher. Und der Tabak kostet 4,40 € für 25 Gramm. Das zusammengemischt, da kriegt er dann ungefähr 125 bis 150 Gramm. Irgendjemand meinte, Molasse ist auch schwerer als Wasser, ist ja eine mehr Dichte. Also ist, soll man das erklären? Also Molasse fließt nicht so wie Wasser. Also wenn du es auskippst, dann fließt es nicht so wie Wasser, es läuft mehr, als es, dass es fließt, kann man sagen. Aber ja, ist eigentlich... Vom Preis her ist es okay, muss ich sagen. 15 Euro, sagen wir mal, für 150 Gramm ist okay. Sagen wir mal vom Preis. Auf 200 Gramm wären das ja 20 Euro ungefähr. Ringe gehen wir ja nicht klar. Ja, ein bisschen. Ansonsten, Freunde, würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen nach oben, checkt links und schreibt, dann sehen wir uns zum nächsten Shisha-Video wieder am Mittwoch. Da stelle ich euch die Kohlen oben vor. Und ja, von meiner Seite aus war es das. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Sonntag. Und wenn ihr das Video später seht, dann halt natürlich den angenehmen Tag, wo ihr es dann seht. Und ja, das war's von mir, Freunde. Ich wünsche guten Rauch. Bis dann, macht's gut. Euer Shisha-Dude.